So, hallo, wir machen weiter. Isaac Bei Isaac has been Repentance, letztes Mal haben wir alone die in a small house on a hill. Can Trip Challenge, wie auch immer, abgeschlossen, die ich nicht sonderlich spannend fand, muss ich nach wie vor gestehen. Und jetzt kommt Red Redemption als letzte Challenge auf diesem Zettel, aber da unten ist ja noch eine, die da halt ist. I don't know. Weiß bis jetzt nicht, was das ist, und wir werden es auch diesen Part nicht herausfinden. Denn jetzt finden wir erstmal heraus, was Red Redemption ist. Ich könnte mir vorstellen, ich wollte gerade sagen, dass wir Maggie spielen, aber wir spielen Maggie schon mal. Wait a moment. Oh, wir haben den. Oh, das beschäftigt sich mit diesem Schlüssel. Oh, den ich allerdings nicht unendlich einsetzen kann. Der geht hier runter. Okay, lass mich mal was testen. Ach so. Geht das, also lädt er sich auch wieder auf? Zum Beispiel mit Batterien? Oder? Und das Ziel ist Mother. Das Ziel ist Mother. Sehe ich das richtig? Das ist Mother, ne? Glaube ich. Ach so, und der Dad's Key nützt bei den Dingern nichts. Der nützt mir bei normalen Türen was. Ja, aber wait, dann... Wait, wow, wait. Es gibt ja jetzt gar keine normale Map-Struktur. Das führt ja alles in rote Räume. Ist dann auch Mother hier zu finden? Also gibt jetzt gar keine Ebenen? Weil dann würde ich einfach mal... Weil an... Also, ne, nicht das... Ich weiß es nicht, ob man bei jeder Ebene sozusagen das Ende finden muss, also den Bosskampf finden muss und es dann so weitergeht. Ich gehe jetzt einfach mal so weit es geht nach links. Rechts. Aber irgendwann muss ja Schluss sein. Aber es gibt ja jetzt keinen normalen Weg, also... Oder muss ich mich ungefähr halt Ja, hier Schluss. Okay. Oder muss ich mich ungefähr da bewegen, wo halt das Zentrum ist? Und was passiert, wenn ich den Red Key nicht mehr einsetzen kann? Oder lädt er sich mit der Zeit wieder... Nee, das sieht nicht so aus, als ob der sich wieder auflädt, ne? Also jeder Raum ist halt zu allen Seiten... Also wahrscheinlich lässt sich dann ein komplettes Quadrat bauen. Und in der Mitte ist einfach dieser Raum halt der Startraum. Okay, gibt es einen Itemraum? Wir machen gleich mal einen Teleport. Aber ich schätze jetzt mal, der Teleport wird nicht so funktionieren, dass ich hier damit in Räume komme, die ich noch nicht betreten habe. Okay, never mind. Okay, hier ist dann wieder normalerer. Ist hier jetzt ein normaler Raum? Hier ist ein normaler Raum.
Ich will... Das heißt aber, ich kann auch normale Räume finden. Aber wie hätte ich jetzt die Verbindung finden sollen von dem ersten Raum zu dem hier? Wo hätte ich gewusst, wo das ist? Wir werden es rausfinden. Wir werden herausfinden, wie das hier funktioniert. Denn hier ist jetzt tatsächlich der normale Raum. So wie man ihn halt auch... ja, praktisch kennt. Jetzt könnte ich mit den Bomben zum Beispiel zurück zu dem anderen Raum und da haben wir neue Münzen holen. Das werden wir, glaube ich, auch tun. Ah, hier ist jetzt wieder vorbei. Mit normal. Zieht ihr dann einfach mittendrin ein? Also mittendrin versteckt so die Räume? Oder wie muss ich das hier verstehen? Also wenn es am Ende wirklich bis Dings geht, dann wird es verdammt lang. Dann wird es eine verdammt lange Challenge. Wenn ich immer so eine Fläche habe, eine komplette, dann wird das eine verdammt lange Challenge. Und da kann ich dann ja nicht mal was dafür. Wir werden sehen. Noch stelle ich viele Fragen, von denen ich halt nicht weiß, ob meine Vermutungen zutreffen oder nicht. Das ist das Ding. Ne? Vielleicht funktioniert auch alles ganz anders, als ich es jetzt denke. Das ist ja auch sehr gut möglich. Vielleicht funktioniert alles ganz anders, als ich es denke. Ich brauche auch noch eine... Ah, ich habe noch eine Bombe sogar. Da war ja noch so ein Dingsstein. Sehr schön. So, dann gehen wir noch zu dem Dingsstein. Und dann scheint es aber trotzdem so zu sein, dass alles andere einfach so in diesem Feld mehr oder weniger versteckt ist. Oh, das Ace of Hearts. Okay. Ne, also hier oben... Aber die gehörten jetzt trotzdem zusammen. Das sind jetzt keine roten Räume. Die gehörten zusammen. Hängen die anderen dann da jetzt dran oder nicht? Aber wieso... Wait. Das ist Basement, das ist Burning Basement. Okay, aber... Aber wir bleiben schon Basement-technisch unterwegs. Also wir sind hier nicht mal ansatzweise in einer Ebene, die irgendwas mit Mother zu tun haben könnte. Geht's nach oben? Ja, nach oben geht's auch weiter. Aber ich gehe mal von hier aus nach... Ich will mal von den Räumen aus nach oben weitergehen, weil das hier scheinen ja die Räume zu sein, die zum Haupt... Wait, okay. Dann scheint doch das Ganze einfach nur eine riesige Fläche zu sein und wir kommen hier auch zu Mother. Dann würde ich jetzt mir das Ganze so vorstellen, dass man mit dem, was man hat, so viel zusammensammelt wie möglich und dann gegen Mother antritt. Vielleicht ist es ja so, man weiß es nicht. Oh. Das lassen wir erstmal. Wenn wir mehr Geld haben vielleicht. Aber dann ist halt die Frage jetzt... Was passiert, wenn der Red Key aufgebraucht ist? Der lädt sich ja auch durch Räume nicht wieder auf. Also der lädt sich einfach nicht wieder auf. Ist dann einfach alles vorbei? Muss ich dann mit dem, was ich gefunden habe, klarkommen? Gibt es mehr Itemräume zu finden? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja und ich habe einfach komplettes Pech. Ja, jedenfalls ist er gleich aufgebraucht. Wir gehen einfach mal nach oben weiter jetzt. LOL. Das nützt mir jetzt aber gar nichts. Ja, gleich ist er fertig. What?
Ich habe gar nicht realisiert, dass wir Jakob spielen. Das macht die Sache komplizierter. Hä? Hä? Wait. Ah, der kann mir gar nichts. Ich kann in ihn wahrscheinlich reinlaufen, aber er kann sich mir gar nicht komplett nähern. Nur wenn er dasht. Ach so, ich kann weiter öffnen. Oh, ich kann alles weiter öffnen. Aber er kommt halt, wenn der aufgebraucht. I see. Ich verstehe. Das heißt, wir haben wirklich einmal die komplette Fläche zur Verfügung. Mit allen möglichen Räumen, mit mehr Itemräumen, die man finden kann. Dann hatte ich gerade einfach komplettes Pech, dass ich nur einen gefunden habe. Ah. Okay, das macht die Challenge äußerst interessant, muss ich gestehen. Vor allem, wenn er mir gar nichts kann, dann muss ich da gar keine Angst haben und ständig weglaufen. Yo, dann müssen wir unbedingt nochmal ihn spielen in den ganzen Modi. Dann müssen wir ihn unbedingt nochmal in den ganzen Modi spielen, wenn er mir gar nichts kann. Oha, kannst du das aufmachen? Jakob, kannst du das? Jakob, sag ich schon. Esau? Dark Esau? Kannst du? Nein, kannst du nicht. Schade. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier sind wir auch schon am Ende angekommen, okay. Ach so. Ach so. Aber wait, was ist denn jetzt eigentlich... Ups. Was ist denn jetzt... Eigentlich. Oha. Hä? Okay, wo komme ich jetzt raus, wenn ich da reingehe? Wieso kann ich da drin nicht schlafen? Wo komme ich raus, wenn ich da reingehe? Wieso ist jetzt noch einer da? Ciao. Wait, muss ich doch verschiedene Ebenen? Ist jede Ebene so voll? Wait a moment. Jetzt komme ich nur noch als Dings wieder. Das ist suboptimal. Bin gerade ein bisschen überfragt. Ach, scheiße. Wait, aber Moment, ich musste dann gar nicht die Räume machen, oder? Ah, doch.
Ah, nee! Dafür habe ich ja den Dad's Key. Jetzt verstehe ich, wofür ich den habe. Sehe ich auf der Map schon, ob danach ein Itemraum kommt? Und wahrscheinlich gibt es dann doch auch einen Bosskampf auf jeder Ebene, den man halt finden muss. Da oben ist jetzt zum Beispiel ein normaler Raum eingezeichnet. Da wäre es doch jetzt mal übelst interessant zu wissen. Scheiße, jetzt muss ich hier wieder durch. Da wäre es doch übelst interessant zu wissen, ob das jetzt dann zu einem Itemraum führt oder ob das einfach nur ein normaler Raum ist. Der halt zur Map gehören würde. Okay, der Raum ist besser zum Spielen, um dahin zu kommen. Nee, aber das ist trotzdem ein normaler Raum. Also, das heißt, die Map verteilt sich komplett random irgendwo hin. Ach, jetzt komme ich da überhaupt nicht mehr durch. Ja, komm, wir starten mal neu. Ich meine, das wird eh nichts. Ah, das heißt, die Map verteilt sich komplett random. Okay, das ist direkt ein Geheimraum. Komplett random irgendwo hin. Und wenn man den Red Key aufgebraucht hat, ohne den Boss zu finden, dann kommt Dark Esso. Ich sag. Nichts gesagt. Dann kommt Dark Esau und haut die erstmal so richtig auf die Mütze. So, und hier ist auch wieder ein Raum, der sehr schön ist. Ah, nach unten geht es gar nicht so weit. Nur nach drüben. Sind die dann auch unterschiedlich groß, die Dinger? Sind die vielleicht gar nicht so groß, wie ich dachte? Das heißt, ich will mit möglichst wenig Aufwand oder mit möglichst wenig, ja, wie sagt man? Ha. Boah, aber bis Mother das dann schaffen? Uff. Also da... Aber ist dann hier zum Beispiel sowas wie Kompass sinnvoll? Ja, bestimmt. Also, ne, ja, die Frage ist, zeigt er das an? Zeigt er durch die roten Räume das an? Das ist die Frage. Ah, hier ist auch Schluss. Ach so, vielleicht bin ich jetzt aber... Okay, nee. Dann bin ich gar nicht immer in der Mitte, sondern ich bin einfach irgendwo. Das wird ja super interessant. Oh, lol. Ja, hier, nach drüben komme ich hier gar nicht. Ja, und in den muss ich jetzt gar nicht mehr rein, in den Raum von der Seite. Wobei ich jetzt eh unendlich Schlüssel hätte. Hier nach unten ist auch nichts mehr, okay. Dann gehen wir halt mal nach oben weiter. Da wäre was für eine Bombe. Hier, ne? Okay, komm jetzt hier ran. Sehr gut. Da ist leider nichts weiter. Okay. Ne, hier kann ja gar nichts sein. Nach rechts drauf brauche ich gar nicht mehr. Ich will mal gucken, wie hoch ich komme jetzt. Okay, das ist auch schon die ganze Höhe. Das ist weniger hoch als vorhin, oder? Aber wenn es jetzt um Mother geht... Muss ich dann die Knife Pieces zusammenbekommen oder ist der Weg einfach schon offen? Ich frage, ich stelle Fragen, die ihr mir nicht beantworten könnt, ich weiß. Aber jetzt wäre es wieder interessant zu wissen.
Ja, ich habe hier da jetzt nicht geguckt, was da drüben ist, ne? Ja, nix. Nix, wo ich was sehen würde. Okay, da ist wieder was Cooles. Sehr schön. Aber das Problem ist auch hier wieder, alle Herzen sind weg, sobald ich einmal von Dark Iso, Isao, Entschuldigung, weggeschnetzelt werde. Das heißt, wir müssten eigentlich wirklich dafür sorgen... Okay, die geht jetzt verdammt hoch, die Map. Wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass der Schlüssel nicht ausläuft. Aber ich finde noch keinen Ausgang. Und sobald ein zweiter dazukommt, scheint der dann auch nicht mehr abzuhauen auf der nächsten Ebene. Weil scheinbar haut der eigentlich bei der nächsten Ebene ja wieder ab. Boah, das ist echt interessant. Ne, hier ist auch nichts. Kein Itemraum, kein Bossraum. Falls es einen Bossraum gibt, das wissen wir noch nicht. Das ist ja bisher nur eine Vermutung von mir. Also, vielleicht ist ja meine Vermutung auch weiterhin komplett falsch. Es kann ja alles sein. Na, man weiß es ja nicht. Ja, jetzt kommt er, weil jetzt haben wir alles wieder aufgebraucht. So, aber er darf mich einfach nur mit seinem Dash nicht erwischen. Ansonsten ist alles egal. Ach so, und ich darf ihn nicht killen, ne? Ich darf ihn nicht killen, das kommt noch dazu. Wenn ich ihn kille, killt er mich, glaube ich. Oh, ich habe keine Bombe mehr. Ja, gut, dann nicht. Yo, hi. Du hast mich gerade ein bisschen erschrocken. Ja, hier ist auch wieder nichts. Okay, jetzt sind wir ganz oben angekommen. Ja, jetzt kommt der Nächste. Jetzt kommt der Zweite. Aber wir werden jetzt mal nicht über irgendwelche Häuser oder so nach unten gehen. Oh, shit. Oh, shit. Gehen wir jetzt mal so raus. Wie sind das jetzt hier? Wo bin ich denn da sicher? Ach so, ich kann ja... Die kommen ja nicht an mich ran. Habe ich spontan schon wieder vergessen. So. Kommt auch noch ein Dritter eigentlich irgendwann? Ja, das ist jetzt ganz ungünstig, Freunde. Also, sobald die mich berühren, war es das. Sobald die mich berühren, war es das. Das muss nicht mal der Dash sein. Der muss mich nur berühren und das war's. Cool. Okay. Aber ich denke, wir müssen noch einiges einfach auch lernen, um zu verstehen, wie es funktioniert. Wo ich Items finden kann, wie ich die finden kann, ob das wirklich pures Glück ist. Und so weiter. Vielleicht finden wir ja im ersten Part noch ein bisschen was raus zu der Geschichte hier. Weil dafür werden wir mehrere Anläufe brauchen. Ich werde zum Beispiel jetzt mal versuchen, mich eher im Hauptbereich aufzuhalten, also da, wo wir sozusagen starten, und gucken, ob ich da eher was finde. Weil wir wissen bisher noch nicht, gibt es jetzt einen Boss, der mich jede Ebene weiterbringt, oder gibt es den nicht? Das wissen wir alles noch nicht, ne? Das ist das Ding. Wir sind vorhin ja nur eine Ebene nach unten gekommen, weil wir so einen Schlafraum gefunden haben. Kann ja auch sein, dass das Ziel ist, aber ich weiß es ja nicht. Na? Oh, Itemraum. Der ist jetzt schon in der Nähe gewesen, muss man schon sagen. Also der scheint dann doch... Der scheint dann doch eher... grundsätzlich normal erreichbar zu sein.
Okay. Das ist wieder so ein Raum. Nice. Wenn ich Glück habe, zumindest nice. Muss ein bisschen auf... Oh, okay. Muss ein bisschen aufpassen. Weniger nice. Ja, können wir mal machen. Komme ich jetzt daran? Ne? Das ist jetzt nicht so gut. Ah, ich wollte in der Nähe vom Hauptraum bleiben, ne? Ich bin schon wieder. Na, noch bin ich eigentlich, finde ich. Wait, guck mal, da drüben ist wieder ein normaler Raum. Hier ist wieder ein normaler Raum. Da ist jetzt der Shop zum Beispiel aneckend. Das heißt, die normale Ebene teilt sich hier auf. Das heißt, wir müssten auch einen Bossraum finden können. Ganz ohne Dark Esau zu beschwören. Und es scheint sich schon so eher im Hauptbereich abzuspielen. Oh, das ist so ein Shop. Nein, das war nicht, was ich wollte. Das war auch nicht, was ich wollte. Allerdings war das jetzt gar nicht so verkehrt. Nice. Dann können wir uns nämlich einmal deren Options holen. Was nicht verkehrt ist. Hier geht's drüben geht's auch nochmal normal weiter. Sehe ich das dann richtig, dass um die jeweiligen Räume rum alles normale Räume sind? Also um diese speziellen Räume? So wie hier jetzt um den Shop rum? Nee, Quatsch. Über dem Shop ist zum Beispiel ein roter Raum. Nein, sehe ich also nicht richtig. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Also ich darf wegen Esau das Ding nicht überbeanspruchen. Ganz wichtig. Aber trotzdem weiß ich halt nicht. Ja, aber es ist schon schwierig zu wissen, wo genau man jetzt hin darf und wo nicht. Das ist schon nicht so einfach. Oder nicht wohin man darf, sondern wohin es weitergehen könnte. Ja, guck mal, hier ist wieder alles rot. Also ich schätze, durch Strategie alleine wird man nicht rausfinden, wohin man darf und wohin nicht. Das scheint mir schon ein bisschen Glück dabei zu sein. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es einfach nicht. Das ist das Ding. Oh shit, der macht's ja kaputt. LOL, wie viel Glück kann man haben? Wie viel Glück kann man haben? LOL. Problem ist nur, das Glück ist gleich wieder weg, wenn es hier jetzt in eine unangenehme Richtung weitergeht. Mein, wohin wir ohne Schlüssel weiterspielen können, ist hier nach unten. Hier nach unten kann ich auch ohne Schlüssel. So. Aber hier grenzt halt jetzt schon wieder kein Raum an. Oh mein Gott. Das ist an sich voll gut, aber ich habe ein bisschen Probleme, was halt Dings angeht. Weil der ist gleich da.
Also saugeiles Item. Feier ich, dass wir das gefunden haben. Aber ich komme halt so nicht hier raus. Und gleich kommt der Kollege. Aber es scheint sich alles, guck mal, es spielt sich alles so auf dieser Ebene ab, da oben. Sobald ich weiter runter gehe, ich weiß es halt nicht. Das ist das Ding. Ich weiß nicht, wo ich hin darf und wo nicht. Aber das muss man halt rausfinden. Das muss man halt rausfinden. Nur gegen Dark Esau habe ich halt überhaupt keine Schnitte. Da kann ich halt gar nichts machen. Da kann ich halt gar nichts machen. Hier hoch kann ich noch. Das kostet auch nichts. Wenn ich komplett richtig liege, kann man sich gegen den übrigens auch nicht wehren. Das ist alles geiles Zeug, was wir hier finden. Das ist alles geiles Zeug. Ah, das ist dann natürlich besonders kritisch, wenn sowas schief geht, ne? Aber es liegt halt auch daran, dass ich noch nicht weiß, was genau mein Ziel jetzt ist. War es vielleicht vorher sogar das Ziel, diesen Raum zu finden mit dem Bett? War das vielleicht sogar das Ziel? Man weiß es ja nicht. Kann ja sein. Aber ich hab halt jetzt... Ja, das war's jetzt. Und was ich halt auch noch nicht weiß, ist, ob ich an irgendwas sehe, wo ich lang muss. Oder ob es wirklich pures Glück ist, den Weg zu finden. Hier runter können wir noch. Aber ich sehe auch zum Beispiel an den Türen nicht. Naja, machen wir halt mal hier auf. Ja, jetzt kommt er. Den hat's durch die Explosion in die Luft gejagt. Ja, jetzt bin ich aber dann den Rest des Runs der Geist. Und somit mit einem Hit tot. Also das kann ich jetzt schon knicken. Aber vielleicht schaffen wir es jetzt. Jetzt kommt, jetzt ist nämlich, jetzt ist er weg, ne? Jetzt ist er tot. Vielleicht schaffen wir es jetzt ja mehr zu erkunden. Wobei er ja wiederkommt, wenn man oft genug jetzt wieder weitermacht. Ja. Okay, das war, was ich jetzt testen wollte. Der Red Key lädt sich auch nicht so auf. Okay, dann testen wir jetzt aber mal so weiter, wie ich es vorhin gesagt habe, dass ich diese Ebene hier... Bisher spielt sich halt alles auf zwei Höhen ab. Das ist, was ich meine. Jetzt gehen wir das halt mal hier weiter. Normaler Raum, also nicht normaler Raum, sondern roter Raum. Darf jetzt nur nicht getroffen werden. Sobald ich einmal getroffen bin, ist okay. Ist vorbei. Ab wann kommt jetzt der Dings zurück? Das ist die Frage. Wieder roter Raum. Ich habe das Gefühl, wir haben den Abschnitt verlassen, wo wir safe sind. Aber ich weiß es halt nicht. Aber schaut euch das an. Wir sind jetzt so weit weg, wie eigentlich in keinem anderen Abschnitt gewesen. Ist es nah beisammen oder nicht? Ach, es ist so schwierig. Don't kill me, please. Problem ist, dass ich mich halt mit Alpkeck selbst sprengen kann, wenn ich zu nah an irgendwas bin und dann sprenge. Dann ist die nächste Frage, ist der Bossraum mit irgendwas verbunden? Da ist auch wieder ein roter Raum. Oh, lol.
cooler Raum. Grundsätzlich, aber nichts für mich. Hermit. Damit kommen wir zurück zu dem Shop. Oh, wenn wir Emperor finden, wäre es natürlich auch interessant. Ja, ist alles cool. Nur für meine Zwecke überhaupt nicht. Brauch irgendeinen Schutz für ihn. Es ist kritisch. Ja, jetzt kommen die ganzen blauen Herzen, wenn man sie nicht mehr braucht, weißt du? Ah. Okay, wir gehen mal nach oben weiter. Ja, scheiß drauf. Okay. Ich habe halt nur Angst, dass ich zu oft jetzt wieder Dings einsetze und er zurückkommt. Das ist mein Problem. Oder passiert es nur, wenn er eh schon da war? Ich weiß es ja nicht. Ja, cool. Aber ich will mal die Reihen fertig machen. Wir gehen jetzt mal hier durch. Ich will mal eine komplette Zweierreihe durch haben. Weil bisher ist halt alles auf eine Zweierreihe verteilt. Da haben wir jetzt nur die unter dem Shop noch nicht. Den Raum da haben wir noch nicht gesehen. Okay. Ja, jetzt haben wir die ganze Reihe durch. Na, hier ging es ja auch nicht. Wenn ich mich richtig entsinne, hier ging es ja auch nicht weiter. Nee. Okay, das heißt, meine Theorie ist schon mal falsch. Es ist nicht alles auf der gleichen Ebene in dem Sinne. Dann muss ich jetzt nach oben oder nach unten weiter gucken. Guck mal, hier rein. Wenn wir jetzt das ganze Geld haben, können wir auch in den Shop kurz zurückgehen. Aber es ist halt so nutzlos, weil ich werde einmal getroffen, ich bin tot. Verstehst du? The World. Okay, das setzen wir jetzt mal ein. Mal gucken, ob hier was aufgedeckt wird. Hä? Okay, The World Fragezeichen scheint auch einen Crawl Space zu öffnen. Judgment können wir auch einfach einsetzen. Vielleicht gibt er mir einen Kompass. Gib mir einen Kompass. Das ist kein Kompass. Aber stimmt, Karten sammeln wäre natürlich eine Geschichte. Ja. Gehen wir doch mal hier runter. Jo, das führt mich jetzt zum Errorraum. Das würde mich rausführen aus der Geschichte hier. Ich will aber weiter gucken. Wir sind hier noch nicht fertig. Ich muss ja rausfinden, wie es normal hier rausgeht. Jetzt hätte ich wieder einen Alternativweg zum Ich hätte wieder einen Alternativweg gefunden. Nützt mir aber nichts. Guck mal, wenn der einmal stirbt, scheint der nicht mehr wiederzukommen. Auch die zweite Phase nicht. Sehe ich das richtig? Weil wenn das so ist, dann könnten wir jetzt die Situation wirklich mal nutzen, um zu schauen, wie weit wir kommen. Ob wir es wirklich mal schaffen, hier einmal komplett... Ja, der kommt nicht mehr. Oder ich habe es vorhin einfach zu häufig genutzt. Ich weiß nicht, wann der das zweite Mal kommt. Wann er das erste Mal kommt, habe ich verstanden, wenn der Schlüssel aufgebraucht ist. Aber jetzt kommt der nicht mehr im Moment. Es verwundert mich schon ein wenig. Okay. Da haben wir den Raum jetzt. Na komm, wir machen die Reihe mal weiter. Ah, warte. Karten. Vielleicht ist ja was Brauchbares dabei. Nein.
Nein. Okay, Passage würde mich natürlich auch rausführen, aber ist ja nicht, was wir wollen. Also wir wollen ja nicht so raus. Na, das ist ja das Ding. Aber ich nehme Passage mal mit. Weil das würde natürlich bedeuten, dass ich im Notfall schnell nach unten kommen würde. Das war nicht so gut, ne? Okay, doch, hier bin ich jetzt safe. Aber er kommt nicht mehr. Der andere kommt nicht mehr. Ich glaube, ich kann jetzt wirklich... Vielleicht habe ich es auch zu oft hintereinander eingesetzt. Kann das passieren? Ist das sowas? Ich weiß es nicht. Oder muss der andere einfach sterben, bevor der zweite kommt? Und dann kommen die nicht mehr. Ich weiß es doch nicht. Nicht weiter schlimm. Darf nur nicht sterben, das ist alles. An sich ist ja, was wir haben, voll cool. Wenn wir jetzt halt Jakob wären und nicht Esau, dann wäre das cooler. Okay. Ich werde jetzt mal wieder gleich riskant spielen und versuchen, den Schlüssel zu oft einzusetzen und zu gucken, ob er dann wieder kommt. Wir müssen es ja rausfinden, woran es liegt. Es muss ja irgendeine Bewandtnis haben. So, also hier ist jetzt auch Schluss, ne? Gehen wir mal hier runter jetzt. Und jetzt einmal hier und einmal hier. Nichts passiert. Und einmal hier und einmal hier. Nichts passiert. Interessanter Raum. Ich weiß gar nicht, warum ich die kaputt sprenge. Ich kann ja auch so reingehen. Aber was soll's? Ja, aber er kommt nicht. Soll mir recht sein. Ich will gar nicht, dass er kommt. Ich glaube, dann können wir jetzt wirklich mal alles aufdecken und einmal gucken. Einmal wirklich komplett gucken. Aber schaut euch das mal an. Also, der Hauptbereich scheint sich schon eher... Ich gehe jetzt mal zurück. Ich gehe jetzt mal zurück und wir decken alles in der Nähe vom Hauptbereich auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier fündig werde. Ich denke schon, sonst wäre es auch nicht fair. Also sonst wäre es auch einfach nicht fair, wenn man ewig weit dafür graben müsste, um so Sachen zu finden. Das wäre einfach nicht fair. Wir werden jetzt mal hier weiter aufdecken. Hier geht's ja auch nach... Hier geht's gar nicht mehr nach oben. Oh. Hier geht's gar nicht mehr nach oben. Das ist dann aber auch nicht gerade gut. Wieso mache ich das nicht? Ja, hier nach oben geht's gar nicht weiter. Also vielleicht ist dann da auch nichts. Muss da böse aufpassen, dass ich nicht irgendwann in die Explosion reinrenne, ne? Nee. Also nach oben war auch nichts. Jetzt haben wir die komplette obere Reihe fertig, ne? Ja, nee, haben wir nicht, weil da oben war ich. Okay. Okay, nach oben rechts müsste ich noch gucken. Aber wir sind hier auch am Ende angekommen. Ey, schaut mal, wie riesig so eine Map werden kann. Das ist doch sick.
Aber bisher war die Hauptmap maximal eins voneinander getrennt. Ansonsten war sie eigentlich immer mindestens diagonal zusammen. Was ist jetzt hier drüben? Wieder kein normaler Raum. Und ich sehe aber auch nicht an der Tür zum Beispiel, was da kommt. Also, wir werden es ja sehen. Das sieht normal aus. Wobei, vielleicht sehe ich es doch. Muss ich mal drauf achten. Oh, das war knapp. Das war knapp und gefährlich. Aber muss ich mal drauf achten. Auch hier sieht die Tür ganz normal aus. Ob man vielleicht an der Form von der Tür schon was erkennen kann. Auch hier sieht sie ganz normal aus. Er ist auch nur ein roter Raum. Damit sind wir jetzt aber hier auch am Ende angekommen. Okay. Dann wieder zurück. Das ist jetzt ein reiner Erkundungspart. Also die Challenge wird interessant. Aber vielleicht lernen wir ja noch, wie man sie wirklich richtig spielt. Kann ja sein. Vielleicht gibt es da ja einen guten Hinweis, den wir noch rausfinden irgendwie. Ist ja alles möglich. Ich versuche jetzt mal in dem Bereich zu bleiben. Denn wenn ich davon ausgehe, dass maximal ein roter Raum dazwischen sein darf, dann wären halt jetzt noch die Teile hier links von mir sinnvoll zu durchgucken. Schauen wir halt mal, ob wir hier was finden. Aber auch hier, die Tür sieht zum Beispiel normal. Da ist jetzt ein Shop. Da ist jetzt wieder ein Shop, okay. Aber es scheint ein normaler Shop zu sein. Oder ist es ein... Ist es ein Rot-Shop? Das ist ein roter Shop, ne? Also das ist, glaube ich, ein Spezialshop. Keiner, der zur Hauptmap gehört hätte. Also da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Kriege ich jetzt meine Knochenherzen zurück? Natürlich nicht. Ich habe es einfach mal gekauft, weil wir haben halt eh genug Geld. So, was soll's? Oh! Ja, schade. Judgment. Nee, mit dir können wir nicht spielen. Gib mir mal meine Passage wieder, danke. Mit dir können wir nicht spielen. So. Aber jetzt zum Beispiel habe ich keinen Raum mehr, der noch näher angrenzen kann. Jetzt sind es dann mindestens zwei Räume, die es auseinander liegt. In Zukunft sollten wir noch was finden. Boah, guckt euch mal, wie groß die geworden ist. Wegen dem ganzen Damage. Ah, nee, das ist jetzt ganz gefährlich. Okay, lass die mich in die Luft jagen, nämlich. Oh, guck mal, hier unten ist ein Itemraum aufgetaucht. Das HP ab nützt mir gar nicht so viel und das Damage ab. Ich nehme mal den Kollegen hier mit. Jetzt ist nämlich Partytime, Leute. Macht übrigens auch Damage. Guck mal, jetzt ist hier daneben das normale Bereich wieder. Also es ist schon noch so ein bisschen in der Nähe. So ein bisschen. Oh Gott, das war knapp. Ich lese mal ganz kurz, was Partytime macht. Ich lese mal ganz kurz, was dieses Item macht. Vielleicht kann ich es ja zu meinem Nutzen nutzen. Ein Damage up, ein Soul Heart. Ja gut, das hat mir nichts gebracht. Adds a random chance for an enemy in the current room to become charmed or feared. Ah, okay. Wenn ich Damage nehme, könnte es sein, dass ich einen Rainbow Poop droppe. Gut, das nützt mir richtig viel. Normaler Raum. Normaler Raum. Ich sage immer normaler Raum, eben nicht normaler Raum. Ihr wisst, was ich sagen will. Oh, wait, what is passiert? Oh, da wollte ich nicht rein. Das ist jetzt auch kein Drama. Seit wann haben wir den Fluch? Was ist denn jetzt kaputt?
Mann, das wäre so geil, wenn wir noch ganz normal unterwegs sind und nicht mit einem Hit tot. Ne? Das wäre so geil. Aber dafür muss man ja, also um in diese Situation zu kommen, dass man überall rumlaufen kann, muss man ja auch erstmal sozusagen die ganzen Dinger hier öffnen können. Shit, das war so ein unsichtbarer. Ah, jetzt sind wir immer noch nicht schlauer. Ach, jetzt sind wir immer noch nicht schlauer, ob es einen Boss gibt, ob man irgendwie hier normal durchkommt. Scheiße. Da brauche ich ja für eine Ebene schon ein Video. Puh! Also, nicht falsch verstehen. Ich mag die Challenge. Ich finde sie sehr interessant. Ich weiß aber noch nicht, wie ich vorgehen muss. Ich weiß noch nicht, wie ich vorgehen muss. Sehe ich irgendwie an der Tür, dass sie zu einem richtigen Raum führte, wo ich hin möchte? Das können wir jetzt nochmal untersuchen. Also die waren alle vier rot und sahen auch nicht speziell aus. Auch hier sehen alle vier Türen normal aus. Nicht, dass jetzt irgendwie eine so aussieht, dass man sagt, da den Weg musst du gehen. Die führt in den roten Raum, die führt in den roten Raum, die führt in den roten Raum. Alles normal. Also nicht normal, also nicht, was ich möchte. Ich drück mich dumm aus, ihr wisst aber, was ich sagen will. Auch die sieht normal aus, auch die sieht normal aus. Kein spezieller Raum, kein normaler Raum, kein normaler Raum. Machen wir hier weiter. Türentechnisch sehen sie alle ganz normal aus. Ich würde an ihr keinen Unterschied erkennen. Ich würde an der Tür absolut keinen Unterschied erkennen, wenn es jetzt eine Tür in einen grauen Raum wäre. Aber probieren wir es aus. Eins. Zwei. Drei. Aber die sind auch alle wieder nicht grau. Dann probieren wir die nächste Richtung aus. Weil vorhin war das schon nicht so weit weg, das ganze Zeug. Ne? Jetzt gehen wir mal hier runter. Auch da haben die Räume kein... Also die Türen, die Leuchttüren, kein spezielles Aussehen auf Anhieb. Zack, rot. Zack, rot. Alles rot. Also um den Hauptbereich herum ist schon mal nichts. Dann machen wir mal da weiter. Das ist schon faszinierend. Auch die Türen sehen alle drei völlig normal aus. Ist ja nur eine Idee, ob man vielleicht was erkennen kann. Ne? Dass vielleicht eine Tür speziell erleuchtet, wenn sie in den richtigen Bereich führt. Oder. Ich weiß es ja nicht. Okay, da ist jetzt eine Arcade, aber es ist eine rote Arcade. Alles normal. Machen wir das Ganze nach oben auch noch. Auch hier sehen alle Türen völlig normal aus. Ich sehe keine spezielle Sache, keine Besonderheit, nichts derartiges. So, da ist jetzt ein Curse Room, aber ein roter Curse Room, also keiner von der normalen Ebene. Ja, und das war's dann auch damit, mit normalem Gucken. Gleich bin ich tot. Komm, mach mich gleich mal tot.
Ach so! Ja, aber jetzt stirbt er ja dadurch nicht, ne? Wann stirbt er denn? Wenn ich ihn genug angegriffen habe, ne? Dann killen wir ihn mal kurz. Ihn zu killen dürfte ja richtig easy sein. Weil wenn er eh nicht an mich ran kann, dann kann ich ihn ja einfach killen. Oh, wobei, bin ich dann komplett tot als... Okay, das können wir auch testen. Bin ich dann komplett tot als Geist? Oder kann er mir dann nichts mehr? Okay. Haben wir das getestet. Okay, da ist ein Itemraum, aber nicht der Itemraum, den ich gesucht habe. Weil es ein nicht normaler Itemraum war. Aber hier drüben ist jetzt eine normale Tür. Okay, wir wissen jetzt, hier drüben ist ein normaler Raum. So. Jetzt gehen wir da mal andersrum hin. Weil von hier aus komme ich jetzt durch die Tür durch, weil es schon offen ist. Jetzt gehen wir da mal so rum hin. Da ist der Boss. Okay, es gibt einen Boss. Es gibt für jede Ebene den Boss. Ist jetzt natürlich trotzdem blöd, weil ich jetzt wieder nicht sehen konnte. Ich sehe es jetzt hier an der Tür schon. Also die Boss-Tür würde man sehen, wenn man sie gefunden hat. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Boss-Tür und Itemraum und sowas, das würde man sehen, wenn man es gefunden hat. So, ich will jetzt ja aber wissen, wie es aussieht. Ob es irgendwie, ob man irgendwie ein spezielles Aussehen hat, wenn man in einen von den normalen Räumen reinkommt. Ob man das irgendwie vorher sehen könnte. Das will ich wissen. Denn wenn ich jetzt hier drüben reingehe, ist ja der Raum unter mir. Der Raum unter mir ist ja dann ein grauer Raum. Hätte ich das sehen können. Ah, nee, jetzt ist der schon offen. Oder sehe ich es daran, dass er schon offen ist? Also, dass es keine So-Tür ist. Sehe ich es an sowas vielleicht? Aber warum war der jetzt eigentlich off? Weil ich vom Itemraum aus da hätte reingekonnt? War er deswegen schon off? Das verwirrt mich jetzt schon wieder. Können wir das nochmal von der anderen Seite machen? Ist der da auch offen? Ja, jetzt ist er hier auch offen. Aber guck mal, hier nach unten ist er zum Beispiel auch. Okay, das heißt... Die normalen Türen sind direkt betretbar. Die muss ich nicht... Okay. Okay, so erkenne ich die. Und um den Boss zu finden, gibt es dann halt... Jetzt will ich mal gucken, wie viele Räume um den Boss rum sind. Wahrscheinlich drei. Guck mal, hier unten... Ja, da ist jetzt auch ein grauer Raum. Okay. Okay, also die Haupträume sehe ich. Da könnte ich praktisch auch rein, ohne den Red Key zu nutzen. So, jetzt müssen wir nur mal rausfinden, kurz gucken, wie weit war der jetzt weg vom Startpunkt. Ja, nicht so weit. Es spielt sich schon alles relativ in eine Richtung ab, aber man muss die erstmal finden. Das ist schon nicht so einfach. Was wäre jetzt hier für ein Boss? Ja, okay. Normaler Monstrokampf. Aber nicht alle Räume, wohin dieser Raum führt, sind normale Räume. Also ich hätte es jetzt sozusagen... Ja, ja, okay. Jetzt wäre die nächste spannende Frage, wie viele Itemräume sind in so einem Abschnitt versteckt. Also lohnt es sich, noch weiter zu suchen. Weil
Wenn man Geist ist, klar, weil dann kriegt man ja Dark Esau einfach weg. So. Als Geist kriege ich den sofort los. Das ist nicht das Problem. Als Geist werde ich den sofort los. Aber was ist, wenn ich... Wenn ich... Oh wow, die Augentropfen. Ich hab die Frage vergessen. Ist egal. Hier unten wird jetzt auch nochmal ein grauer Raum. Interessant. Also die sind schon irgendwie beisammen. So ein bisschen zumindest. Aber ich habe zum Beispiel vorhin den Bossraum nicht gefunden. Jetzt wird es mich natürlich noch reizen, rauszufinden, ob man zum Beispiel mit Hilfe vom Kompass die ganzen Sachen sehen könnte. Dann wäre das ja natürlich das Item schlechthin. Gibt es hier einen Kompass? Ach ja. Hier gibt es zufällig gar nichts, was ich sehen kann. Ja. Oh, jetzt bin ich tot, ne? Da komme ich nicht mehr raus. Ja, never mind. Wohl doch noch nicht tot. Hier ist nochmal ein Itemraum. Okay, aber das ist jetzt der normale. Also ich habe den Itemraum, den ich bisher hatte, war ja so ein roter, ne? Das war ja so ein spezieller. Der hat ja gar nichts mit dem Raum hier zu, also mit dem Hauptding zu tun. Das ist der eigentliche Itemraum, der zum Spiel gehört. Ich glaube, jetzt weitersuchen ist sick. Aber die Frage ist halt, wie viele so Itemräume kann man finden? Boah, ey. Und wenn, dann ist es doch schlauer. Wenn, dann ist es doch eigentlich schlauer, sich zu melden. Wenn, dann ist es doch eigentlich schlauer, sich zumindest jetzt mehr umzugucken. Also nicht im Sinne von jetzt im Video, aber auf der ersten Ebene, wo es sozusagen ja das Ganze noch nicht so überkrass ist. Dass man eben so möglichst viel am Anfang mitnehmen... Ja, moin. Dass man eben möglichst viel am Anfang mitnehmen kann. Das nützt mir jetzt richtig viel. Dann wisst ihr, wie ich meine. Sowas hier zum Beispiel. Da könnte jetzt halt was Überkrasses drin sein. Da war jetzt nicht überkrass, aber hätte halt sein können. Na, aber dann... Das Problem ist halt, dass du natürlich nach einer Weile den Dings hast, wenn du nicht zum Geist wirst. Und wenn du zum Geist wirst, dann kriegst du halt scheinbar Jakob nicht mehr zurück. Was natürlich kacke ist. Was natürlich richtig kacke ist. Weil dann wird das Ganze zu einem Lost One. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, aber ja. Wir haben schon mal gelernt, dass man auf jeden Fall sehen kann, wenn man einen Hauptraum gefunden hat. Jetzt wird mich... Okay, dann würde natürlich ein Emperor auch funktionieren. Das ist die nächste Geschichte. Ein Emperor würde auch funktionieren. Lol. Dann wäre die nächste Frage für mich. Wir hatten damals ja Dings gefunden, das Leuchtfeuer gefunden.
So, gibt's das immer? Kompass? Schade. Ich hab's probiert wegen Kompass. Oh, wann haben wir das denn eingesammelt? Java. Oder gibt es das Feuer nicht immer? Also, weil die Sache ist doch die, dass wir ja dieses Messer brauchen, um zu Mother zu kommen. Aber normalerweise, wenn es eine Challenge ist, gibt das Spiel einem ja die Sachen, die man braucht. Also vielleicht brauche ich das in dem Fall dann auch nicht. Ne, ich weiß es ja nicht. Ich stelle ja nur Fragen. Ich würde halt jetzt gerne mal einen Kompass finden und dadurch rausfinden, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Ich will jetzt hier gar nicht groß weiterspielen. Ich will einfach nur einen Kompass finden. Nein, wir sind halt eh schon in einer schlechten Position. Wir haben jetzt schon einen Geist, also das wird nichts mehr. Wie hoch das... Wie riesig so eine Map ist! Guckt euch das an! Haben wir es jetzt geschafft? Sind wir jetzt oben angekommen? Jetzt sind wir oben angekommen. Wie viele Teils sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14 oder 15, ich habe jetzt nicht mehr genau hingeguckt. Das ist ja komplett sick. Sind es dann 15 mal 15, 225 Räume pro Ebene, die man ablaufen könnte? Die Betonung liegt auf könnte. Guck mal, hier ist einfach wieder normaler Raum. Scheiße. Die sind ja komplett random verteilt. Hier ist einfach ein normaler Raum gelandet. Hier. Hier. Hier ist noch... Ist das eine XL-Ebene, die aufgeteilt wird? Ist das eine XL-Ebene, die aufgeteilt wird? Okay, gehen wir zum Boss. Das ist jetzt super interessant zu wissen. Es gibt zwei Bosse auf der ersten Ebene. Und dann auf der zweiten wahrscheinlich auch. Dann will ich aber... Dann ist da jetzt zum Beispiel schon mal der Punkt, dass ich sage, die will ich beide finden. Kann er mich da oben treffen? Nee, ne? Na, aber dann ist wirklich der Punkt, dass ich sage, die würde ich gerne beide finden, die Bosse. Gibt's noch mehr? Ich würde jetzt gerne echt einmal komplett aufdecken. Einfach um rauszufinden, was es alles gibt. Oha, es gibt auch die großen Räume, okay. Und ich wüsste halt wahnsinnig gerne, ob ein Kompass, wenn man den findet, ob der weiterhilft oder nicht. Und ich meine, wir können festhalten, das Schlimmste, was passieren kann mit Dark Esau, ist, dass ich zu Lost werde. Oder halt zum Geist. Allerdings... kann mich Dark Esau dann nicht mehr töten. Ah, doch, er kann mich töten, wenn er in mich reinrennt. Wenn ich ihn töte, passiert mir zwar nichts, aber er kann mich noch töten. So ist es richtig. Scheiße. Und wenn jetzt irgendwo kein Item wäre, dann wird sie auch nicht aufblinken.
Also so kann man ja trotzdem die Räume ganz gut eigentlich clearen. Aber jetzt guckt euch mal an, wie weit das auseinander ist alles hier. Boah, Junge, das ist ja richtig krank. Wie lang braucht man denn für diese Challenge? Also ich hab noch nicht so jetzt wirklich den Gedanken im Kopf, wie man die am besten spielen kann. Da braucht man doch wirklich ewig. Guck mal, hier oben ist einfach schon wieder so ein Raum. Wenn wir jetzt noch einen dritten Boss finden, dann wird's interessant. Das wäre ziemlich cool. Nein, aber hier ist jetzt noch ein Itemraum. Okay. Und das ist der normale, richtig, das ist der normale. Das heißt, wir haben jetzt gefunden zwei Itemräume und zwei Bosse. Es ist eine XL-Ebene, die aufgeteilt wird. Lol. Es ist eine XL-Ebene, die aufgeteilt wird. Was aber auch bedeutet, dass man natürlich, je weiter man vordringt, umso schneller findet man die richtigen Sachen. Und ein Kompass muss die Räume anzeigen. Das kann gar nicht anders sein. Ein Kompass muss die Räume anzeigen. Davon bin ich eigentlich schon überzeugt. Ich würde es halt nur gerne vorher testen und sehen. Und ich schätze, alles Weitere, ob es noch mehr Itemräume gibt oder nicht, ist dann einfach Zufall und nicht vorherbestimmt. So stelle ich mir das jetzt zumindest im Moment vor. Na? Problem ist nur, wir kriegen halt keine normale Geschichte mehr, weil wir bleiben jetzt halt der Geist. Das ist das Problem. Und ich muss rausfinden, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, schnell die Sachen zu finden. Das wäre noch so eine Geschichte. Ob man da irgendwie schneller rankommen kann. Weil, was wir schon mal feststellen, es ist, die hängen nicht zusammen oder so. Die sind ewig weit auseinander. Es ist purer Zufall, wo die sind. Und es wird wahrscheinlich von Ebene zu Ebene einfacher, die zu finden, weil es ja dann mehr Räume sind, die verteilt werden. Ha. Und das bedeutet aber auch, wenn es eine XL-Ebene ist... Stimmt, das haben wir vorhin sogar gesehen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Dass dann natürlich... Bibel ist übrigens, wäre super gut gegen... Oha. Die Bibel wäre super gut gegen Marm und das Herz. Was wollte ich sagen? Dass dann... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt ist es wirklich weg. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich ihn hätte fortführen wollen. Ist einfach weg. I'm sorry, es ist einfach weg. Okay, da, wenn ich da reingehe, bin ich tot. Wobei das gar nicht so schlimm ist, weil ich habe ja Dead Cat. Oder kann ich jetzt mit der Bibel da rausfliegen? Nein, der Rückweg ist immer tödlich. Okay. Ich weiß nicht mehr, was ich für den Satz sagen wollte. Ich weiß es nicht mehr, es ist weg. Ich weiß auch echt nicht, ich weiß absolut nicht, wie wir die nächsten Parts jetzt gestalten sollen. Soll ich Zeit mit dieser Challenge verbringen, die am Ende ja nur ein Item gibt? Oder sollen wir erstmal weitermachen? Weil hier würde ich wahrscheinlich sehr lange sitzen.
Also wie auch immer das laufen würde, aber an der Challenge würde ich sehr lange sitzen. Davon bin ich überzeugt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich wüsste halt jetzt gerne noch, ob es noch mehr gibt. Ob es noch mehr Bosse gibt, ob es noch mehr Itemräume gibt. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist eine XL-Ebene, die aufgeteilt wird. Aber das Spiel erzählt mir das halt. Okay, jetzt sind wir hier auch am Ende angekommen. Ja, komm. Wir nutzen jetzt mal die Zeit, um einmal komplett aufzudecken. Und dann sind wir schlauer. Okay, da ist nichts mehr. Ich muss ja auch die Räume nicht spielen. Ich muss die Räume ja nicht spielen. Da könnten natürlich auch nochmal Items rauskommen aus blauen Steinen, wenn man sie findet und so, ne? Das ist alles möglich. Aber ich muss die Räume ja nicht spielen, wenn ich sie aufgedeckt habe. Ich will ja nur aufdecken. Oh, wir könnten jetzt in dem Shop unten den Rest kaufen. Da könnte ein Kompass dabei sein. Oh je, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Das ist der Raum mit den unsichtbaren Gegnern. Die werden mich killen. Okay, ich bin nicht tot. Hätte jetzt damit gerechnet, dass ich tot bin. Da ist jetzt ein Miniboss. Den möchte ich mal sehen. Okay, das ist der kleine Con. Hier ist der kleine Conan. Stimmt, der hat immer die Dingshand. Oh. Scheiße. Das ist die schlechteste Pille für die Challenge. Du hast auch schon mal bessere Sachen gedroppt, Suicide King. Also halt wirklich. Was zur Hölle? Ich hab mehr von dir erwartet. Ja, scheiß drauf. Ja, okay. Ich denke, wir haben genug gesehen. Jetzt gerade, wo die Map verschwunden ist, habe ich jetzt auch keine Lust mehr weiter aufzudecken. Wir spielen mal noch so weit wir kommen. Gegner? Nein? Okay. Okay, das ist jetzt sogar aus Korps. Das ist jetzt ja sogar aus Korps. Wieso gibt es hier einen Abschnitt aus Korps? Finde ich Mother doch in dem großen Teil hier? Muss ich doch nicht eine Ebene weiter? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil es bringt ja was, weiter runterzukommen. So, das ist ja das Ding. Wir sind übrigens am anderen Ende wieder angekommen. Okay, cool. Wir spielen jetzt halt noch, bis wir tot sind. Also ich werde jetzt nicht einfach von selbst hier rausgehen. So, das mache ich auch nicht. Manchmal das Gefühl, dass ich Dinge heraufbeschwören kann. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Okay. Ja, das war dann diese interessante Challenge zum Anschauen. Ich werde... Boah, wie mache ich denn das jetzt? Jetzt bin ich wieder so weit in der Aufnahme vor. Ich kann jetzt nicht warten, bis ihr mir sagt, was ihr davon... Ich werde einen Part zu ihr noch aufnehmen. Vielleicht lernen wir dann noch irgendeinen Trick, wie man schneller vorankommt oder so. Einen Part werde ich zu ihr noch aufnehmen. Und dann würde ich es, glaube ich, erstmal lassen, wenn wir nicht rausfinden, wie es schneller geht. Weil ich sehe, in der Challenge sehe ich mich Stunden sitzen. Die Challenge ist super cool, aber videotechnisch sehe ich mich da Stunden sitzen. Deswegen würde ich fast sagen, vor allem allein die Vorstellung. Wir sind dann unten in Korps. Angenommen, man muss wirklich bis Korps runterspielen. Wir sind dann unten in Korps.
Und dann kommt einfach Dark Isao und beendet meinen Run. Nachdem ich 2-3 Stunden gespielt habe. Nee, also, da wird es sicherlich irgendwas geben. Das kann noch nicht ganz so sein, wie ich mir das vorstelle. Ich habe noch nicht so ganz die... Ich glaube, mir fehlt noch ein Puzzlestück. Aber das werden wir sehen. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ein Part zu der Challenge hier auf jeden Fall noch. Vielleicht finden wir in diesem Part was raus. Wenn wir in diesem Part nichts mehr rausfinden sollten, dann würde ich es erstmal dabei belassen und weitermachen. Und dann können wir uns auch die Challenge gesondert mal angucken. Danke fürs Zuschauen und tschüss.